Endlich, nach all den Jahren, ich bin wieder frei. Du musst mein Befreier sein. Ich habe viele Namen. Für dich bin ich Fluffy. Bist du ein Dämon? Hat der Weise dich deshalb unter Verschluss gehalten? Ich bin ein Wesen, das älter ist, als du es dir vorstellen kannst. Der Weise hatte Angst, dass die Truhe in falsche Hände gerät. Deshalb versteckte er die Truhe im Keller und versiegelte sie. Sie ist mein Heim. Sie hat die Macht zu schöpfen und zu vernichten. Was bedeutet diese Truhe? Wer immer das Siegel bricht, ist der neue Besitzer der Truhe. Von nun an kannst du in die Truhe gelangen, wann immer du die Select-Taste drückst. Ich werde dich nun in das Geheimnis einweihen. Folge mir. Ja, jetzt können wir in dem seine Mini-Truhe rein. Sieht später sehr interessant aus. Und ich möchte an dieser Stelle noch sagen, wegen der Frage, ob er ein Dämon ist. Ich bin mir nicht sicher, wie er in der US-Fassung heißt, aber ursprünglich hieß er Yomi, was so ziemlich mit Dämon, glaube ich, gleichzusetzen ist. Oder Ungeheuer, etwas in der Richtung. Ich glaube, Dämon war es sogar. So, bei uns heißt er einfach Fluffy, warum auch immer, naja. Jetzt sind wir in der Truhe. Du kannst immer hin und her wechseln. Das ist die Zauberschatulle. Nein, Quatsch. Hier werden magische Ringe und Medaillen aufbewahrt. Du kannst hineinschauen, um zu sehen, wie viele Kristalle du hast. Und um zu zaubern, wählst du in der Utensilienkammer die Schatulle aus. Das ist das Handbuch des Kriegers. Hier erfährst du alles über deine Attacken. Gut, das brauchen wir nicht, aber das... Danke. Das ist der Ego-Spiegel. Hier siehst du Stärke, Abwehr, Glücks- und Erfahrungspunkte. Das ist das Optionsmenü. Hier kannst du die Tastenbelegung ändern. Das ist die magische Karte. Sie erleichtert die Orientierung in Labyrinthen. Das Ding habe ich nie benutzt und ich habe vergessen, dass es das gibt. Dies ist das Buch der Aktion. Es enthält Hinweise zu all deinen Aktionen. Ha. Und das war erst der erste Raum, Leute. Huh. Auf in den nächsten Raum. Er hat den Mülleimer vergessen. Naja, egal. Dies ist die Utensilienkammer. Um die hier aufbewahrten Dinge anzuwählen, drücke den A-Knopf. Um jemand einen Gegenstand zu geben, musst du ihn vorher auswählen. Wenn du die L-Taste drückst, wird der Gegenstand beschrieben. Das gilt für Dinge, Zauber, Rüstungen und Waffen. Hinter mir ist das schwarze Loch. Es verschluckt alles. In jedem der drei Räume gibt es so ein schwarzes Loch. Um etwas loszuwerden, rufe mich, wenn du bei dem Loch bist. Tja, auf in den nächsten Raum. Dies ist die Waffenkammer. Hier sind alle Waffen gelagert. Um im Kampf bestehen zu können, musst du immer eine Waffe auswählen. Auf in den nächsten Raum. Ihr seht aber das Glitzern wahrscheinlich genauso gut wie ich. Da wird sich unsere erste Waffe befinden. Dies ist die Rüstungskammer. Hier befinden sich alle Rüstungen. Vergiss nicht, zu deinem Schutz immer eine Rüstung zu tragen. Ja, auf in den nächsten. Jetzt bist du dran. Erkunde die Truhe. Du solltest nochmal in die Waffenkammer gehen. Dort wirst du etwas ganz Besonderes finden. Du wirst es ganz sicher mögen, Wick. Ja. Ego-Spiegel zeigt halt unseren Status, das finde ich hier und da recht interessant. Das können wir scheinbar jetzt gar nicht überprüfen. Ja, das können wir erst später überprüfen, wenn wir mit Fluffy in die Truhe gehen. Naja. Schnappen wir uns halt unsere erste Waffe. Den äußerst geheimen... Wick, du hast das Siegel gebrochen. Hörst du mich? Seit ewigen Zeiten warte ich hier auf jemand, dem ich dienen kann. Die Menschen werden mich noch richtig kennenlernen. Mit meiner Hilfe wird die Menschheit Kraft gewinnen. Und alles wird wieder so sein, wie es einst war. Wie viele vor dir hast du die Truhe geöffnet und mich entdeckt? Wirst du meine Gaben nutzen? Ja! So nimm mich in die Hand. Ich werde dir von Nutzen sein. Achso, nochmal. Yay! Haben wir unseren ersten Dings bekommen, und zwar den Kristallspeer? Ja, sieh an. Es scheint, als ob er Gefallen an Wick findet. Du bekommst Gesellschaft, Wick. Geh nach draußen. Wick, bist du in Ordnung?
Ich habe dich überall gesucht. Huch, was ist das für ein Ding? Danke für die nette Begrüßung. Anmutige Sterbliche. Es scheint eine gutmütige Kreatur zu sein. Was meinst du? Ich weiß nicht. Ich habe Angst. Ich fühle, dass etwas Schreckliches geschehen wird. Du hättest das Siegel nicht brechen dürfen. Spürst du auch diese Kälte? Wick, lass mich nicht allein. Melina? Was ist los, Melina? Was hast du mit Melina gemacht? Das Unheil nimmt seinen Lauf. Dies ist das Schicksal aller Bewohner des Dorfes. Schau mich nicht so böse an. Nicht ich habe das getan. Ich habe es getan. Du hast es getan. Du hast das Siegel gebrochen. Doch für meine Befreiung schulde ich dir etwas. Ich verrate dir, wie du Melina und die anderen Bewohner zurückverwandelst. Verlasse das Dorf und erkunde die Außenwelt. Du wirst die Zukunft entdecken, die diese Truhe offenbart. Viel Glück. So viel zum Thema. Fluffy, was? Wo bist du? Ja, wir gehen erstmal in die Truhe. Ihr habt gesehen, wir sind da ganz lustig reingekrabbelt. Den Ego-Spiegel gucke ich mir immer mal wieder gerne an. Der zeigt unsere aktuelle Stärke, was wir an EP brauchen und so. Attacken kennen wir, die zeige ich euch auch noch. Da gibt es diverse. Es wird auch gezeigt, wie wir sie angreifen oder wie wir sie ausführen. So. Und der Block ist dabei wirklich ganz, ganz viel wert. Gern Ego, ja? Naja. Ja, ansonsten will ich hier wieder weg. Weg. So. Ansonsten die Karte halt eben, die ist mir nie aufgefallen. Da habe ich nie wirklich drauf geachtet. Mit der kann man sich in Verliesen halt eben zurechtfinden. Aber ja, ich habe hier einen Spieleberater irgendwo liegen, den ich nicht benutzen werde. Und ja, den hatte ich, wenn ich dann eine Karte wollte, wahrscheinlich immer zu Rate gezogen. So, wieder raus aus der Truhe. Und ich finde, das war für mich schon immer ein relativ trauriger Moment früher am Spiel, obwohl man keine wirkliche Bindung zu ihr hatte. Melina, was habe ich getan? Der Weise. Er hatte die Truhe versiegelt. Er hat magische Kräfte. Vielleicht konnte er der Eisstarre entgehen. Ja, und genau das ist unser Ziel, diesen Weisen zu finden und dann eine Lösung für diese Erstarrung zu finden, um Melina wieder zurückzuverwandeln und die restlichen Leute auch. Aber der Weise ist nicht da. Und die Truhen dürfen wir trotzdem nicht aufmachen. Brrr. Naja. Ah, da ist er ja. Weiser, du lebst? Dem Himmel sei Dank. Du Unwissender. Du hast diese Situation heraufbeschworen. Diese Truhe sollte verschlossen bleiben. Ich hatte große Angst. Aber wir können die Menschen nicht so hinterlassen. Willst du sie wieder zurückverwandeln? Ja. Genau. Wenn du weißt, was ich tun muss, dann sag es mir jetzt. So sei es. Verlass das Dorf, Wick. Du wirst 5 Türme finden. Außerhalb der Stadt? Diese Türme? Was meinst du damit? Verlass nun das Dorf. Das Tor ist offen. Nein. Der ist schneller als wir. Hammerhart. Was gibt es, Wick? Frage nach Truhe. Ja. Weiser, die Truhe. Was hat es mit ihr auf sich? Die Truhe stammt aus der Oberwelt. Öffnet man sie, so wird das Gleichgewicht der Unterwelt gestört. Doch du wirst bald mehr über ihre wahre Bedeutung erfahren. Ah, wir dürfen das Zeug jetzt mitnehmen, gut. Yay, ein Taschengeld von 50 Taler? Der Inhalt dieser Truhe wird dir von großem Nutzen sein. Und eine Heilknolle, das ist nämlich wirklich Gold wert. Denn die Heilknollen, wie es wahrscheinlich schon offensichtlich ist, dienen zur Heilung von 20 KP. Auswählen wollte ich so, ausrüsten, so. Nein? Moment. So. Nein. Ausgerüstet. So. Gut. Aber ich weiß nicht mal, wie ich sie schlucken würde. Genau, auf dem Knopf. Gut, wunderbar. Ja.
Unsere ganzen Freunde hier im Dorf sind also eingefroren. Was ist das? Das hat der Alte also gemeint. Ich kann das Dorf verlassen. Klingt aufregend. Ich werde überall nachschauen. Ja, auch diesen Satz sollte man nicht unterschätzen, denn selbst dieser hat eine gewisse Bedeutung. Ich habe nichts Wichtiges zu sagen, okay. Denn, ich hoffe, ich vergesse es nicht, es gibt abgesehen von den 5 Türmen noch 2 versteckte Bereiche, wo man noch 2 Inseln später freischaltet. Ja, ich finde das hier episch gemacht. Am Anfang, ich war wirklich jung, ich habe meine Schwester gefragt, was soll das da oben sein? Also, wenn man es nicht weiß, könnte man echt kurz, also eine Zeit lang überlegen, was es sein soll. Es ist die Oberwelt. Wir sind ja in der Unterwelt unterwegs. Und die Oberwelt ist halt das, was sich dort oben spiegelt. Das ist einfach cool gemacht. Und dieses Turm, ich glaube Chipset, keine Ahnung. Dieses Turmdesign finde ich episch. Mit diesen Wachen, ach, das ist einfach cool. Das also meinte der Weise, als er Turm sagte. Welch ein unheimlicher Ort. Naja, wir warten ja nicht, ja? Wer bist du? Dein Erscheinen hat mich erschreckt. Diese Ausdrucksweise ist göttlich. Ich bin der Turmwächter. Was ist dein Begehr? Wie antworte ich? Freundlich oder unfreundlich? Wir sind generell relativ freundlich, also freundlich. Alle Menschen im Dorf sind zu Eis erstarrt. Deshalb bin ich hier. Komm näher und betritt den Turm. Im Turm befinden sich unzählige verlorene Seelen. In der obersten Etage wirst du die Macht finden, die du begehrst. Rick. Erfüllst du dein Schicksal? Weiß ich noch nicht. Werden wir? Na dann, fangen wir mal mit dem ersten Türmchen an. Oh yeah, jetzt haben wir hier die coole Waffe. Funken... So. Dann haben wir nämlich den Blitzstich, den Funkenflug, ich drücke mal falsch gerade, ich muss mich da erst wieder dran gewöhnen. So, dann gibt's noch das da, Blocken, klar. Und den da, genau. So, aber das ist, Blitzstich oder Funkenflug, Blitzstich-Kombination. Upsa, geht immer noch am besten. Jetzt muss ich mich nur wieder ein wenig dran, gewöhnen. Mit Tasten zu steuern, weil ich zu lange am Joystick gespielt habe. Das war knapp, ne? Geh kaputt. Ja, die Gegner hier sind manchmal dann doch recht interessant, muss ich sagen. Diese Feuer, die Dinger, die vor einem auftauchen und die dann rösten. Ah, da ist auch so eins, das zeige ich euch gerade mal. Ja, dann sind wir, haben wir leicht pixelige Augen, da haben wir zu viel Fernsehen geguckt. So, da haben wir auch noch so einen Freund. Ah, geh kaputt. Geld, Geld, Geld. Und das ist eine Seele, die manchmal auftaucht. Ich bin eine wandernde Seele. Alle Lebewesen wurden in Dämonen verwandelt. Befreie auch die anderen auf diese Weise. So, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, ich wollte ins Hauptmenü, genau. Und in die Optionen, so. Fenster. Nee. Anzeige. So. Was macht Anzeige B denn? Okay. Anzeige B. So. Nein, das ist nix. Anzeige C. Ich muss gerade gucken, welche ist. Nein. Anzeige C definitiv nicht. War es Anzeige D? Nein, wir bleiben bei Anzeige A. Jupp, wir bleiben bei Anzeige A. Hat einfach das beste Design, sage ich mal. Und da seht ihr schon den ersten Kristall, den wir finden können. Aber jetzt erstmal hier schön hoch. Ne? Wo war denn jetzt noch was? Ah, da. Die Viecher treffen einen ganz schnell mal. Ne, so. Und dann schnappen wir uns mal den ersten Kristall. Bam.
Na, da alle zu finden ist gar nicht so leicht. Die sind manchmal richtig, richtig böse versteckt, also ist nicht ohne. Es gab nicht ohne Grund einen Spieleberater dafür. So, hier muss doch irgendwo, hier oben muss doch ein Gegner sein. Hä? Ah, da haben wir eine weitere Seele. In den Türmen wird deine Stärke geprüft. Doch kämpfe nicht nur, beobachte auch. Was auch vorteilhaft an diesem Speer ist, den wir haben, der stellt in der Unterwelt, wo wir sind, nach und nach wieder KP her. Und das ist schon einer der stärkeren Gegner. Den kann man auch relativ, gut besiegen, aber man darf sich halt nicht, zu oft treffen lassen, wie ich jetzt schon am Sterben bin. Na, toll, das sind zwei Stück. Das ist uncool. Ups. Na, ich will jetzt nicht schon sterben. Ach, das Level-Up kam uncool. Egal, Level 2, KP um 5, das ist schön. Ein Stärke, das ist nicht schön. Ein Abwehr, Das war eine lausige Ausbeute. Also, naja. Müssen wir einfach hinnehmen und damit leben. So. Oh, ein Crit. Sehr schöne Sache. Und ein weiterer Kristall. Ja, diese Regenbogenzahlen, das sind halt eben Crits in diesem Spiel. Aber ansonsten, ja. So, eine weitere Heilknolle. Und falls ihr euch daran erinnert, was die Seele eben gesagt hat mit dem Beobachter auch, das hat seinen Grund. Denn wer hier nicht weiß, wie es weitergeht durch dieses Fenster, der sucht sich hier erstmal einen Wolf, also. So. Und der mittlere Stein hier hat einen Smiley. Der freut sich ganz doll, dass wir endlich hier rumklettern. So, noch ein bisschen hangeln. Ja, und da sind wir dann schon eine Etage höher und rocken hier die Bude. Den Kristall nehmen wir natürlich mit. Und da ist noch so ein Lanzenritter. Los, gegen die Wand mit dir. Hoch. So. Dafür finde ich diese Art von Angriff gut, also das Stochern. Aber ansonsten, ja, es ist immer noch der Funkenflug. Blitzstich ist recht gut. Gibt diverse Gegner, die kann man nur hiermit besiegen. Also mit dem Wirbel. Aber die kommen erst klein wenig später. Davon sind die hier noch weit entfernt. So, wo bist du denn, hä? Ups. Dreckslanze. So, jetzt wirst du kaputt gestochert. Komm. Kein Gold, gar nichts. Naja, immerhin ein paar EP. Und ihr seht, dieser Speer, den wir haben, der regeneriert ganz schön stark. Irgendwie mache ich hier einen Fehler. Au. Ach, den hatte ich auch schon mal einfacher besiegt. So, komm dann. Stochern werde ich halt. Ups. So. Ich glaube, ich bin immer zu früh in ihn reingesprungen gerade und deswegen in ihm stehen geblieben und habe dann Schaden bekommen. So, da sind wir auch schon fast am Ende von diesem Turm 1. Was ist denn los? Gibt's ja nicht. So. Und hier haben wir den Turmwächter. Wick, du stehst kurz vor der Vollendung deiner ersten Prüfung. Alle Kreaturen in den Türmen sind Geschöpfe des Bösen. Doch manche besitzen eine Seele. Besitzten? Besaßen? Egal. Erlöse sie von ihrem Schicksal. Der Wächter beschwört Dämonen. Ja, und der Wächter beschwört rote Hubbas. Die sind ja schon ein bisschen stärker als ihre blauen Vertreter. Aber im Normalfall stellen sie... Ich wollte gerade Blitz stechen. Im Normalfall sind sie... Was mache ich denn? Ich will ja nicht sterben, ey. Im Normalfall sind sie kein Problem. Den interessiert das nicht. Puh. Die Stimme des Wächters ertönt. Das Leben ist auf dem Weg, zur Welt zurückzukehren. Die Erde befindet sich kurz vor der Errettung. Wick, diese Tür ist die Pforte zu neuem Leben. Tritt ein. Level up! Ha. Ui. Wir kriegen hier nur viel Leben, ich will lieber Stärke.
Ja, und so haben wir den ersten von, keine Ahnung, wie viele Kontinenten es hier gibt, wieder zurück an die an die Oberfläche gebracht. Rasien kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück, stand da. Und ein paar Seelen für die Dorfbewohner haben wir auch kassiert. Ja, und das passiert halt eben in den Türmen. Wir erwecken die Oberwelt wieder durch das Heraufbeschwören der Kontinente, also das Heraufbeschwören, das Zurückbringen der Kontinente. Und wir bringen halt eben unsere Dorfbewohner, unsere Familie, Freunde, Bekannte wieder zurück. So. Da ich aber keine Speicherung gemacht habe bisher. Oh nee, das Essen verbrennt ja, wenn die weiter eingefroren ist. Naja, egal. Machen wir jetzt hier mal eine Speicherung, definitiv. Ich muss speichern. So. Yippie. Gut, und dann machen wir hier auch gerade mal Ende Peng. Wir sehen uns dann bald wieder mit Terranigma. Ich hoffe, es wird euch gefallen oder hat euch bis jetzt auch schon gefallen. Macht's gut, Leute. Ich bin raus. Ciao.